Heißt bitte auch Ihnen herzlich willkommen. Hier ist für uns Noah Klaus. Ja, Krötzi, wie die Schweizer sagen. Hallo. Ich werde einen Text lesen über historische Irrtümer. Von denen gibt es ja einige. Zum Beispiel hat Kaiser Wilhelm II. Einmal gesagt, das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung. Ich glaube ans Pferd. Und von Bill Gates kam 1995 der Satz, Internet ist nur ein Hype. Und von dieser Einstellung handelt der Text, also dieser Einstellung, dass wir schon in der besten aller Welten leben. Und es kommt ein Zitat der Rap-Kombo KIZ drin vor. Wer es erkennt, kann ja mal so wuhuhu machen. Dann freue ich mich, dass ich vor intelligentem Publikum lese. Der Text heißt auch Die beste aller Welten. Wenn wir ganz ehrlich sind, dann verachten wir die Menschen, die vor uns gelebt haben. Ja, wir verachten sie und wir sind heilfroh, dass wir nicht in ihrer Zeit geboren wurden. Immer wenn wir sagen, oh, der technische Fortschritt ist ja wirklich rasant. Das haben die Leute bloß vor der Erfindung des Handys gemacht, kann man sich ja kaum noch vorstellen. Dann schwingt immer der Gedanke mit, ach du Scheiße, was waren die Leute in den 80ern für Vollversager? Diese durchgepeitschten Trottel konnten ja nicht mal Verabredungen 10 Minuten vorher absagen. Dann denken wir kurz an die lustigen Bildchen, die wir uns bei WhatsApp schicken und an unseren Netflix-Account und den 37-Zoll-Plasma-Fernseher und die neue Staffel unserer grenzdebilen Lieblingskack-Serie und fühlen uns einen Moment lang wie bessere Menschen. Und wenn wir irgendeine dahergelaufene endlose Stalingrad-Doku bei N24 mit gefühlt 3 Minuten Filmmaterial sehen, das sich ständig wiederholt, dann fragt ein kleiner böser Mann in unserem Ohr, warum diese armen Bauern ernsthaft im T-Shirt in den russischen Winter gestiefelt sind. Und dann erzählt uns Guido Knopp, dass irgendein Österreicher mit Bluthochdruck ihnen das gesagt hat, der 2, 3 Autobahnen gebaut hat und denken uns sauber auf Kies gefurzt, Jungs. Einsame Spitze, klassischer Fail. Dann streicheln wir kurz unsere Zentralheizung und kochen uns einen Tee und denken an unsere gute westliche Demokratie und unsere grundrechtlich verbriefte Freiheit und fühlen uns einen Moment lang wie bessere Menschen. Je weiter die Zeit zurückliegt, desto lächerlicher werden auch die Leute, die in ihr leben. Natürlich ist das irgendwo lustig. Die Leute im Mittelalter haben gedacht, dass sie blind werden, wenn sie sich zu oft einen abschlackern. Ja, und keiner von ihnen ist auf die Idee gekommen, dass dann alle Männer blind sein müssten. Die haben sich echt ins Hemd gepinkelt, wenn sie exkommuniziert wurden. Wenn mir der Papst heute mit Exkommunikation drohen würde, dann würde ich sagen, oh, danke für die Erinnerung. Ich wollte ewig schon aus eurem Saftladen austreten. Kirchensteuer macht mir nämlich ungefähr so viel Spaß wie eine Kombination aus Fußpilz und Zahnwurzelbehandlung. Und muchas gracias, dass du den Papierkram regelst, Gandalf. Und dann freuen wir uns, dass wir aufgeklärt sind und dass wir komplett selbstbestimmt durchs Leben gehen und fühlen uns einen Moment lang wie bessere Menschen. Diese Mentalität ist zwar nachvollziehbar, aber andererseits kann man auch niemandem die Epoche vorwerfen, in die ihn der Zufall hineingeschissen hat. Ich sag mal so, hätte man Beethoven einen Synthesizer und ein Mischpult in die Hand gedrückt, wer weiß, was dabei rausgekommen wäre. Vielleicht hätte der Track Freude, schöner Hyper, Hyper, featuring Friedrich Schiller, die Ouvertüren von Mozart aus den Charts gekickt. Was ich sagen will, die Leute, die das Rad erfunden haben, waren ähnlich intelligente Menschen wie die Wissenschaftler, die das menschliche Genom entschlüsselt haben. Sie standen nur an einer anderen Stelle der Entwicklung. Und schließlich vergessen wir in unserem Hochmut, dass wir selber auch nur ein Punkt auf dem Zeitstrahl sind, eine vorbeihuschende Generation, ein kleines Blinzeln der Geschichte. Jetzt sind wir natürlich noch die coolsten auf dem Schulhof, aber in 100 Jahren sind wir wahrscheinlich nur noch die Opfer, die noch an Krebs und AIDS verreckt sind und selber ihre Haare aus dem Duschabfluss gepult haben. Dann werden Sätze fallen wie, im frühen 21. Jahrhundert haben die Menschen immer noch geglaubt, dass Nationalismus gar keine so schlechte Idee ist. Nach Hitler rechts zu wählen ist ja ungefähr so wie Scheiße zu fressen und dann nach einer zweiten Portion zu fragen. Aber diese geistigen Hungerleider haben es eiskalt durchgezogen. Meine Fresse, was waren das für minderbemittelte Kretins? Die waren echt davon überzeugt, dass der Markt alles regelt. Die haben echt gedacht, dass sie die Klimaerwärmung stoppen können, indem sie Bio kaufen und den Müll trennen. Die haben echt gedacht, ihre Scheiße hält ewig.
zwei vereinzelte Wus. Na gut. Man wird uns verachten dafür, dass wir Braunkohle aus der Erde gebuddelt haben, anstatt einfach Kernfusion zu benutzen. Man wird uns bemitleiden für unsere erbärmlichen 8 Stunden Akkulaufzeit und unsere 30 Urlaubstage im Jahr. Man wird uns niedlich finden, weil wir gedacht haben, dass wir glücklicher werden, wenn wir nur mehr Produkte kaufen und dass wir nichts zu verbergen haben. Wenn wir verstanden haben, dass wir nur ein Glied in einer Kette sind und nicht die Krone der Geschichte, dass wir heute noch Geschichte schreiben und morgen schon Geschichte sind, dann wissen wir auch, dass es nicht die leidliche Gegenwart ist, auf der man sich ausruhen, sondern die bessere Zukunft, die man möglich machen sollte. Ob wir uns weiter einbilden, in der besten aller Welten zu leben oder beginnen, an ihr zu arbeiten, das liegt allein an uns. Danke.